Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile The Awakening. Ja, ich liege da im Meer und ja, der Grund ist, ich habe ein bisschen mich umgeschaut in Path of Exile Form und der Frostblade Ding Shadow, der ist irgendwie völlig unbekannt und wahrscheinlich hat er dann zu viele Probleme, deshalb fange ich einen neuen an, wo ich auch sicher bin, dass er rockt, der Magma Orb Templar. Und jetzt raschen wir nochmals durch den ersten Akt, um dann im zweiten Akt weitermachen zu können mit einem stärkeren Charakter. Und ja, die Stimme ist ein bisschen zu laut. Ich weiß nicht, ich kann da nicht mehr runter, sonst ist es lautlos. Aber so sollte es eigentlich nicht lautlos sein. Das ist das größte Problem. Ich habe einfach immer zu viel, zu laut, die Lautstärke zu laut. Dann höre ich nichts. Aber das liegt am Headset, weil das Headset so extrem laut ist von Grund auf. Und dann kann ich immer nur ganz wenig noch runterstellen im Spiel. Ja, das ist ein bisschen blöde. Aber, ja, geht. Jetzt eigentlich mit der Lautstärke. Ich hoffe einfach, im Video ist es da nicht übertönt, aber im Video ist es immer ein bisschen leiser. Ja, nicht nur ein bisschen, schon viel leiser. Aber es liegt an YouTube, dass YouTube die ganze Zeit die Videos leiser macht. Aber das ist natürlich normal irgendwie bei YouTube. So, ich möchte da noch ein paar Ausrüstungsgegenstände. Dann besiege ich die mal nicht da oben, da unten. Einfach ein bisschen Ausrüstung sammeln, bevor wir zum großen Menschen-Zombie kommen. So, also der Magma-Orb-Ding, der hat mega AOE, der hat mega Schaden und mehrere Schüsse dann und so weiter. Also richtig gut für einen Anfänger geeignet, also für einen, der neu anfängt, eher nicht für Anfänger vom Spiel. Also ich fände es wahrscheinlich zu leicht, aber im Let's Play sollte man auch schon ein bisschen vorwärts kommen. Die Herausforderung kommt dann sowieso in Merciless, also irgendwie kein Problem. Ja, ich habe eben ein bisschen Pause machen müssen wegen Internetproblemen und so. Und weil Path of Exile einfach sehr hungrig ist bei dem Internetleistung. Das liegt einfach, dass die Server nicht so gut sind und dass es jetzt gerade leckt. Auch. Kurz schauen. 46 Latenzi. Okay. FPS sind bei 125 und manchmal 11. Wieso kommt... Hä? Habe ich das richtig gesehen, dass es 11 war vor? Wieso habe ich so FPS-Drops plötzlich? Fraps? Nerv mich nicht. Das ist sicher wieder Fraps. Ohne Aufnahme habe ich durchgehend ungefähr 140 bis 160 FPS. Und jetzt mit Fraps habe ich Frame-Drops. Das ist nicht so gut, wenn die Frame-Drops anhalten. Ja, jetzt sind sie ein bisschen weniger. Keine Ahnung, was gerade los war. Jetzt ist es auch... Seht ihr? Oben rechts. Es hat plötzlich aufgehört mit dem Frame-Drops. Jetzt ist es konstant. Okay. Ah. Jetzt ist wieder ein Frame-Drop gewesen. Okay, es ist ein bisschen verzögert. Der Frame-Drop war ein bisschen früher. Nun gut. Kann passieren. Hm. So, jetzt haben wir hier den Magma-Orb, den wir brauchen. Und jetzt nehmen wir die Ausrüstung vom anderen Charakter schon mal mit. So. Die Handschuhe noch. Die Ringe. Und das Amulett noch. Ah ja, die Scrolls auch noch. So. Also. Die anderen sind 12, 6, 4. Den 4 nehmen wir mal mit. Und hier auch den Achter. Das Achter-Amulett.
So. Mit dem Scroll tun wir das. Aufdecken und Fire Games. Ha! Bester Stab ever. Unbedingt ausrüsten. So, Stirgems reintauschen, also mitnehmen, reinlegen. So, und weitergehen. Jetzt kann ich euch das zeigen kurz. Der Feuerball geht eigentlich dorthin, glaube ich, wo der Zeiger ist, und bounce dann einmal weiter. Also wenn ich jetzt hier hinten, hier oben drücke, dann geht er nicht so weit. Also er hat eine maximale Reichweite. Ja, seht ihr. Aber wenn ich jetzt hier hingehe, dann bounce er hier hin, wenn er hier, bounce er hier hin und bounce immer eins mal weiter. Also man wirft eigentlich diesen Magma-Ball irgendwo hin und er bounce nochmals einmal, wie es manche Gegenstände wie Gummibälle machen. Und ja, eben. Am Anfang natürlich noch unspektakulär. Das kommt dann mit den passiven Games dazu. Dann sieht es schon richtig geil aus. Ja, okay, nehmen wir mal den Zauberstab mit und schaue, 12 Spell Damage. Ach komm. Ah, das auch mitnehmen. So. Und das kann man so spammen. Also wir werden dann auch Attack Speed, also Zaubergeschwindigkeit machen. Dass es noch schneller ist, aber so ist schon richtig cool und stark. So, also eben. Wir wollen durchrushen. Müssen wir die Gegner da nicht besiegen. So, nochmals F1 drücken, dass das Latency weggeht. Und jetzt den Weg finden. Also der macht jetzt viel mehr Schaden schon als am Anfang der Shadow, weil er auch bessere Ausrüstung jetzt gerade hat, aber vor allem wenn, weil der Zauber halt auch Schaden macht. So ein verbesserter Feuerball sozusagen, der einfach nur ein bisschen herumbounzt und nicht geradeaus fliegt. Ob man ihn mehrmals bouncen kann, lassen kann, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich mit diesem Moment kurz. Nein, das geht glaube ich nicht. Einmal ist Bouncing angesagt, aber mehr geht glaube ich nicht. Außer AOE macht es. Oder Multiplayer Projectiles. Eins von beiden oder keines. Also da habe ich mich noch nicht so informiert. Aber was ich mich informiert habe, ist der ganze Skillbaum, die Items, die man so braucht und so weiter. Und ja, ich wäre einfach erfreut, wenn ich vorwärts kommen könnte dann. Also dass ich einfach noch, solange die Warband Liga ist, auf Level 80 komme oder so, dass das High-End-Programm eigentlich anläuft und noch bevor ich dann wieder in Ding bin. In Standard. Weil Standard macht für mich auch ein bisschen wenig Spaß ohne diese Warbands. Und deshalb mache ich es recht oft jetzt, auch weil mein Internet wieder besser ist. Momentan ist es auf 13.000, aber ob das ja konstant sein ist, also immer so sein wird, weiß ich nicht, weil der Entwickler, also der Anbieter vom Internet ist recht schwach. Und jetzt bin ich gerade momentan am Laggen, tut mir leid. Moment kurz. So. Was ist denn los? Sind die Server wieder überlastet? Ich hoffe nicht. Das liegt an Fraps 100 Pro. Auch hat es ja nicht geleckt, bevor ich da den gestartet habe. Also die Aufnahme gestartet habe. Komisch, kurios. Also Fraps hat irgendwie Probleme mit Puff of Exile. Und ja, sobald ich eine Kreditkarte habe, werde ich natürlich wechseln auf wie heißt es? Action, das Programm oder so? Irgendwie so eine Art. Und das ist dann viel besser. Aber ich brauche eine Kreditkarte dazu. Das ist Pflicht. Das kann ich jetzt nicht holen. Das kann ich erst so in einem halben Monat kann ich es holen. Und dann gibt es natürlich auch keine Lags mehr.
Auf jeden Fall ist es sehr beliebt. Also ist das beliebteste eigentlich, außer Vegas oder so, wo halt nicht so gut Geld auf dem PC auch recht teuer ist und so. Ja. Und dann sind diese Probleme auch der Vergangenheit. Heute kommt ja noch Windows 10 raus. Und ich habe da auch keine Einladung bekommen. Und ich habe gehört, dass man einen Tag früher schon die Einladung bekommen hat. Für ein paar Leute. Aber da bin ich auch unter denen eigentlich nicht gewesen, weil es sind vielleicht 10% gewesen, die eine Einladung bekommen haben. Und so viel Glück habe ich auch nicht. Wahrscheinlich nur die Leute, die auch zahlen oder so. Die auch richtig Kunden sind bei Windows. Und ja, vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Dass sie nicht alles gleichzeitig rausbringen, verstehe ich irgendwie nicht. Als ob irgendwie die Server nicht ausreichen. Die Server sind doch überall gut. Außer bei Pufferfix. Aber das Problem wurde eigentlich gelöst. Also eben, nach der Release von Awakening gab es Probleme mit dem Server. Die waren jetzt eigentlich, gelöst. Und dass ich irgendwie Performance-Probleme habe, liegt wahrscheinlich an Fraps und nicht am Server, weil auch die Latenz eigentlich recht hoch ist, hoch ist, normal ist, nicht hoch. Hoch ist ja schlecht. Gut ist es auch nicht, ich hatte mal 28 oder schon mal 18, aber das waren Zeiten, wo ich gutes Internet hatte. Und nicht jetzt, wo ich in der Wege bin und nicht so gutes Internet habe. Aber wenn ich sage, ich will besseres Internet, müssen die nicht kommen und das Internet um ungefähr 500 Kilobyte pro Sekunde erhöhen. Sondern um 1000, um Hunderttausende, um mega viel. Dann kann ich auch schneller wieder Parts bringen. Aber nein, nein, nein. Die wollen das nicht. Die merken das nicht. Ja, und deshalb gehe ich heute nochmals kurz sagen, dass mein Internet immer noch viel zu schwach ist. Und dass ich noch besseres Internet brauche. Aber verstehen tun's die wenigsten. Aber es geht halt auch nicht gut. Das ist eine alte... ein altes Appartement ohne Glasfaser und da geht besseres Internet auch nur schwer. Mal schon gucken, ob ich dann in eine eigene Wohnung komme, weil es ist jetzt nur Übergangslösung, bis ich eine Wohnung gefunden habe und auch bezahlen kann. Und dann geht's Ding, weil ich verdiene ja überhaupt nichts über YouTube. Weil ich eben kein Konto habe, da wo ich da einfach mein Geld von YouTube lagern kann. Habe ich momentan keine Modernisierung. Und deshalb verdiene ich auch nichts über YouTube. Aber das ist eigentlich auch mein Plan. Und aber ja. Wie soll ich sagen? Ich will euch nicht mit Werbung zuspammen, dann mache ich es auch nicht so wie andere YouTuber. Sondern eher so, dass man halt zwischendurch manchmal halt ein bisschen Werbung bekommt, aber sehr wenig. So. Der Armor Master, den machen wir. Oder nicht? Eigentlich richtig sinnlos gerade jetzt. In diesen jungen Zeiten. Das machen wir dann mal bei einem MF-Run oder so. Deshalb nicht machen jetzt gerade. Nur Zeitverschwendung. Weil man bekommt sehr wenig Erfahrung dafür über.
auf hohen Level kommt man dafür so viel Erfahrung über, das lohnt sich erst in hohen Level dann echt weiterzumachen. Also wenn ihr mehr als 5 Zentimeter, ja 5 Millimeter bekommt, dann lohnt sich diese Aufträge, aber sonst nicht. Weil sie auch nervig sind. Schön, wie das geht. Super. Und hier unten leckt es auch nicht. Das ist es wahrscheinlich irgendwie Mindfraps. Ja, wenn es viele Gegner auf dem Bildschirm sind oder viele Gegenstände, so muss da noch ein bisschen gedrückt werden oder viel gedrückt werden. Keine Ahnung, wie das geht. Fraps ist halt ein schlechtes Programm. Da kann man nichts... ja. Da kann man einfach nicht lügen, also sagen, ja, es ist doch ein gutes Programm. Ja, leckt halt manchmal, also. Es ist nicht gut. Es ist ein Programm, das schon seit 3 Jahren nicht mehr geupdatet wird und dadurch sehr hinterherhinkt bei neuen Spielen und so, dass es einfach performance-lastig ist, extremst performance-lastig ist. Ich muss mich da ein bisschen korrigieren. Tja, so ist leider Fraps, aber die Entwickler wollen es so und ich verlasse Fraps. Ich tue die Türe zumachen, wenn ich es kann und fertig. Dann ist weg Fraps, weg, weg. Molten Strike. So, hier ist eine Sackgasse. Das hätte schon ein bisschen Damage gemacht, wenn die alle getroffen hätten. Schon greifen an. Die Aliens kommen und greifen mich an. Alien Attack. So, ist hier endlich dieses Loch. Ja, gegen einzelne Gegner müssen wir da noch einen anderen Spell haben. Es wird empfohlen Flame Search. Oder wie man das ausspricht, Surge. Also Search wahrscheinlich. Und aber Feuerball oder so geht auch. Also vielleicht mache ich so einen richtigen Mega Feuerball. Also Mega Damage noch dazu. Und ihr könnt ja mal schreiben, was ich da nehmen soll als zweite Attacke. Es muss einfach eine Single-Attacke sein oder so, kann es schon AOE sein, aber es muss halt Damage kloppen. Weil wir brauchen für Bosse und einzelne Gegner halt einen fetten Damage-Spell noch, der Feuer ist. Natürlich Feuer-Spell. Also da gibt es eben Flame Search, Feuerball gibt es da. Da gibt es Incarnate, also diese Flammenwerfer. Und dann gibt's noch, was gibt's noch alles? diesen Kreis, der immer größer wird, wie heißt der schon wieder? Flame Slash, Flash oder so etwas. Und so, da ist das Loch zu Ende. Irgendwo ist hier der Boss, da ist er. Ah, schön. Also Crit machen wir, damit wir überhaupt Brandschaden machen beim Gegner. Machen den Brandschaden, also der Burning Damage nach oben und der normale Damage nach oben. Das wird krass. So. Dann haben wir das geschafft hier. Und können dann am besten weitermachen. Ein Large. Weil die Zeit ist wahrscheinlich noch ein bisschen gering. Oder ich mache jetzt mal kurz Schluss. Ja, machen wir den Part zu Ende, damit dieser jetzt nicht so groß wird. Und der nächste wird wahrscheinlich dann ein bisschen größer.
Also wollen wir zuletzt gehen noch. Komm, wir gehen noch durch, genau. Ja. Weil eben, es geht halt längere Zeit mit diesem schlechten Internet hochzuladen. Ja, natürlich, Flametoten. Dann gucken wir mal, wo wir den Flametoten reinmachen können. Ja, ich muss ihn hier rein tun, oder hier. Weil hier kein roter hat, da wird er noch versteckt werden vom Stab. Aber geht nicht. So. Also dann haben wir hier Mana. Hier haben wir Mana. Okay, machen wir den Large raus. So. Und verkaufen mal den Schrott. So, Dele. Hier reintun. Den hier rein. Und jetzt gehen wir eben noch zu der Ledge. Also schauen wir mal, wo waren wir noch nicht? Ja, da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit und die ist hier unten rechts. Gucken wir mal, ob sie ist. Ja, okay, nicht. Dann gibt es oben links. Ja, oben links gibt es noch eine Möglichkeit. Oder unten links. Ich weiß es nicht. Abgucken wir mal. Oh, wieder Lex. Ach, tut mir leid, aber irgendwie... Vielleicht braucht das Game auch viel mehr Leistung gerade. Aber wahrscheinlich liegt es am Fraps und dass der PC schon lange an ist, dass irgendwie der Arbeitsspeicher ein bisschen scheiße ist. Dass der Arbeitsspeicher langsam ein bisschen voll, also ja, hat Probleme macht durch die Dauer, die er schon an ist. Aber ich hoffe es mal nicht, dass es einfach an Fraps liegt gerade. Also es sind keine Lags, die kommen, wenn man viel macht, sondern einfach zwischendurch da sind. Und es sind immer so Mini-Lags, das ist nicht durchgehend. Und das ist einfach Fraps. Solche Mini-Lags kommen eigentlich immer von Fraps. Das bin ich langsam gewöhnt, also... Damals, als ich Oblivion Let's Played habe, hatte ich das auch. Das war noch ganz, ganz, ganz früher. So. Darf ich mal einen hinsetzen? Burn die tot, burn die tot. Wow, ist sehr schön. Ich liebe den Flametoten. Aber der wird später recht monoton zu spielen. Also recht, ja, die Gegner gehen immer auf dich dann und so. Also der Flametoten haben da einfach zu wenig Damage, dass er sich lohnt, ohne, also mit über Schaden zu machen oder so. Da will ich lieber selber schießen und bin dann schneller im Töten. Und so weiter. Ja, vielleicht war ich auch zu schlecht equipped damals auf Mercedes. Keine Ahnung. Vor allem ist halt alles abhängig vom Skills, von den Skills und so weiter. Lol, ein Hund. Ein Wolf. Okay, es ist auch Sackgasse. Ach komm. Ich habe 112 FPS und trotzdem laggt es. Ah, nochmal schauen. F1, ja. Ja, jetzt geht's ja wieder. Also wenn letztes nicht hoch ist, habe ich diese Drops. Also liegt es doch am Server. Naja, irgendwie, andere Spiele, die viel mehr Leistung brauchen, wie zum Beispiel Grimdawn oder so, gehen flüssig, aber ja, Path of Exile irgendwie nicht. Keine Ahnung, was los. Aber eben diese kleinen Mini-Fraps, das ist Frames-Einbrüche, ihr seht es, die gehen ganz runter. Die gehen auf 0 FPS eigentlich. Darum habe ich die kurzen Stoppe immer wieder. Und
Die muss ich irgendwie hinkriegen. Aber ich nehme das nächste Mal auf, wenn ich PC neu gestartet habe, dass ich dann in Ruhe aufnehmen kann. Ach komm, jetzt gehe ich mal die Kiste auf. Oh. Was heißt das? Rattling Bones? Also Rattling heißt wahrscheinlich irgendwie so rasselnde Knochen. Also so, weiß jetzt nicht, was Rattling heißt. Habe ich noch nie gehört. Aber ich könnte es mir vorstellen. So weit ist mein Englisch doch schon, dass ich mir vorstellen könnte, dass das heißt irgendwie so klimpernde oder knarrende Knochen oder... Bäh. Vor allem sind die Namen manchmal richtig peinlich, auch bei Diablo 2 schon gewesen. Es ist einfach Knochen, wandelnde Knochen, laufende Knochen, sterbende Knochen, blöde Knochen, untote Knochen, untote Knochen. Boah, das ist so unwerfend gut, dass es schon schlecht ist. So, haben wir hier irgendwo den Waypoint. Wir nehmen Amplifity. Amplifity. Das könnte auch ein guter YouTube-Name sein. So ein GTT Amplifity. Ah. So. Oh, die Mana-Kosten sind recht hoch, wenn man so spammt. Aber sonst eigentlich ganz niedrig. Auch wegen dem Mana nach einem Kill vom Stab. Aber das ist nur einer. Chain Glows, den nehme ich mit. So, wo haben wir jetzt diesen Kack Waypoint? So, den Part heute noch hochladen. Und dann muss ich noch Minecraft Hexit aufnehmen. Ah. Aber das am Abend. Also. Ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht es dann weiter durch Akt 1. Wahrscheinlich auch zu Ende. Ja, vielleicht nicht ganz zu Ende. So, wir können hier... Das... Hallo? Was ist jetzt los? Weil ich im Handelsscreen bin. So. Das identifizieren 105. Ja. Und hier live. Ja, okay. Bringt nichts. Das raus. So. Und jetzt noch kurz hier die Rohstoffe reinlegen. Und das Amulett austauschen. So, also, Dankeschön fürs Schauen, bis zum nächsten Part, euer Drago Basler, tschüss.